Wo schaue ich hin? Zu dir? Okay, gut, ganz normal. Jetzt geht's los. Lukas, was ist denn deine genaue Position auf dem Platz? Ja, ich bin ja Stürmer und da muss ich auch 4 aufhalten und muss dann die Tore hier reinballern. 4 ist am wichtigsten am Ende hier. Also mich würde als Frau interessieren, was passiert eigentlich in der Kabine vor und nach dem Spiel? Ja, was in der Kabine passiert, das wird nicht dokumentiert. An den Jogi Löw? Ach du Gott, eine Frage. Jogi Löw, was würdest du den fragen? Ob er zufrieden ist mit seinen Jungs? Ja, ob er zufrieden die ist, er sich genau da ausgesucht hat. Ja. Diese Mannschaft harmoniert nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch außerhalb des Platzes. Philipp, du bist ja jetzt momentan einer von den Ältesten und was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist schon komisch, wenn man mit 27, so wie ich letztes Mal beim Qualifikationsspiel, der Älteste auf dem Platz ist. Also da kommt man sich schon komisch vor. Ich habe eine ganz typische Frauenfrage. Wer trägt denn die weiten und wer trägt die engen Trikots? Wir haben schon ein paar Spieler, die auch den Oberkörper dazu haben, um so ein enges T-Shirt, auch so ein Tech-Fit-Trikot zu tragen. Und wer jetzt ganz genau? Wer trägt das? Der Poldi oder Schweini, glaube ich, tragen das. Ob sie es tragen können, das mag ich jetzt nicht beurteilen. So Jungs, meine Frage an euch, ist der EM-Titel dieses Jahr denn mal drin? Ja, wenn man die vergangenen Turniere sieht. Man braucht auch manchmal ein bisschen Glück, gell? Denke ich, hätten wir es auf jeden Fall verdient. Wir sind eigentlich stark genug, wir haben das Selbstbewusstsein. Selbstverständlich. Wir wollen unserem Anspruch gerecht werden. Ja, wir sind immer heiß auf den Titel. Ja, es ist ganz klar unser Ziel, den Titel zu holen. Tada!